das ist sie, die besagte Bank. Auf den ersten Blick nichts Besonderes. Doch auf den zweiten Blick wird klar, hier wird man erwartet. Von wem? Von ihm. Hartmut Kirschner. Der 83-Jährige hatte die Idee zu der Gesprächsbank im Radeberger Röder Park. Eine Gesprächsbank für alle, die jemanden zum Reden brauchen, weil sie einsam sind. Frau Professor Bück, das ist die Chefin vom Deutschen Ethikrat, hat in Dresden vor wenigen Wochen gesagt, die Einsamkeit ist der Killer unter den Problemen, die es in unserem Volk gibt. Und da hat sie wohl recht. Es ist also sozusagen das, nennen wir es mal, das häufigste oder gemeinsame Symptom. Aber hinter dem Symptom stecken natürlich ganz konkrete Lebensgeschichten. Lebensgeschichten, die manchen haben einsam werden lassen. Mögliche Folgen: Resignation, Depression, Sucht. Symptome, die Kirschner aus seiner jahrzehntelangen Arbeit als Internist und Psychotherapeut bestens bekannt sind. Gemeinsam statt einsam, deshalb auch das Motto seiner Gesprächsidee. Ein Projekt, von dem auch Bürgermeister Frank Höhme sofort begeistert ist, soll das Gemeinsame doch auch ein zentrales Thema seiner Amtszeit sein. Wir haben schon verschiedene Punkte gesucht und haben dann gesagt, okay, von der Idylle her, hier so wunderschön unsere Röder, dann machen wir es hier, weil das passt schon. Zwar haben wir hier unsere Hauptverkehrsstraße an sich, aber trotzdem haben wir hier doch mitten in der Stadt ein schönes Stück Grün und vor allen Dingen etwas Ruhe doch schon. Seit Mitte April gibt es die Bank zum Reden. Für eine Stunde ist jeden Mittwochnachmittag ein Gesprächspartner vor Ort. Entweder Hartmut Kirschner oder einer seiner 7 Mitstreiter. 6 Frauen und ein 23-jähriger Mann. Er ist der jüngste von allen und Kirschner ist froh, dass er dabei ist. Durch ihn würden sich sicher auch junge Leute angesprochen fühlen. Die Themen, um die es geht, sind auf jeden Fall vielfältig. Zum Beispiel bin ich in diesem Land zu Hause. Fühle ich mich hier von meiner Umgebung, von meinen Nachbarn angenommen, oder bin ich eigentlich, obwohl ich hier wohne und lebe und arbeite, von dem Gefühl getragen, mich kennt keiner, mich will keiner, ich fühle mich allein. Die Gespräche ersetzen keine Therapie, so Kirschner. Es ist als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht. Um aus der Einsamkeit herauszukommen, gebe man beispielsweise Tipps für Veranstaltungen, an denen jeder teilnehmen kann. Die Projektmitarbeiter selbst bringen Erfahrung mit. Alle haben in irgendeiner Form eine echte Ausbildung gehabt oder haben schon in den Bereichen irgendwo gearbeitet. Und wir haben natürlich für diese Arbeit auch eine, wenn auch kurze und komprimierte Ausbildung durchgeführt. Mehr als 10 Besucherinnen und Besucher sind bislang schon vorbeigekommen. Die Resonanz positiv. Sie waren froh, da gewesen zu sein, fühlten sich erleichtert. Und das Projekt geht weiter. Wenn es kälter wird, soll es im Rathaus einen Raum für die Parkbankgespräche geben.